Ja, nach dem kleinen Alchemie-Special von gestern begrüße ich euch heute wieder zu einer regulären Folge mit meinem kleinen Sprachfehler scheinbar. Wir sind wieder in der Alikre-Wüste und im Gegensatz zu vorgestern haben wir heute auch wieder schönes Wetter, keinen Sandsturm und können uns hier wunderbar umschauen. Und wie vorgestern versprochen, geben uns jetzt mal hier nach Salas N. Da haben wir zwar noch keine Quest, aber wir sehen auf der Map hier schon jemanden. Fürstin Clarisse Laurent. Mal aussprechen. Nee. Wann lerne ich endlich Stibbons nicht zu vertrauen? Er hat alles ruiniert. Herrin? Warum heißt die Herrin Lamé? Wurde sie verwandelt? Würde ich jetzt einfach mal sagen, aber das wird uns wahrscheinlich hier Clarisse gleich erzählen. Aha, perfekt. Ihr seht leistungsfähig aus. Ich frage mich, ob ihr mir bei einem archäologischen Projekt von besonderer Bedeutung helfen könnt. Ich kam hierher auf der Suche nach wertvollen Relikten, aber ich habe so eine Art Rückschlag erlitten. Und der wäre? Nun, ich entdeckte da dieses sagenhafte Portal in den aileidischen Ruinen. Ich habe da meinen Gehilfen durchgeschickt und das war ein Fehler. Das Portal führt anscheinend in den Gratwald und er kam gewissermaßen mit einer ganzen Altmeri-Armee im Schlepptau zurück. Vielleicht sollte man irgendwelche Portale nicht einfach betreten. Vielleicht eine schlechte Idee. Ja, und bedauerlicherweise scheint es, als ob sie nun eine ausgewachsene Invasion planen würden. Sie wollen eine Basis errichten und Belagerungsgerät bauen. Wir müssen das Portal schließen, und zwar schnell. Ich habe einen uralten Folianten entdeckt, der erklärt, wie das geht. Ich muss ihn nur wiederfinden. Werdet ihr mir helfen? Nicht nur, dass sie das Portal einfach mal öffnet und hier das ganze Gebiet in Chaos stürzen könnte dadurch. Nein, sie verliert auch noch ihre Bücher, in denen alles erklärt wird. Ihr seid ein wahrer Held. Das ist mein Ernst. Mein Lager befindet sich neben den Ruinen. Dort habe ich das benötigte Buch zurückgelassen. Holt das Buch, aktiviert damit die großen Säulen in den Ruinen und trefft euch dann mit mir auf der inneren Seite des Westtors zu den unteren Ruinen. Das Portal ist da unten. Warum muss ich jetzt die Pfeile aktivieren? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich schätze, das ist eine berechtigte Frage. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, haben die Elfen den Haupteingang zum Portalraum verriegelt. Es gibt allerdings einen Hintereingang, der durch eine Art altes Gefängnis führt. Die Pfeiler öffnen die Tür in dieses Gefängnis. Kennt sich hier ganz schön gut aus, muss ich sagen. Oh, ich habe nicht einmal die leiseste Ahnung, was in diesem Gefängnis ist. Doch das ist ja auch schon alles Jahrhunderte her. Was auch immer dort unten war, ist inzwischen sicher tot. Wenn nicht, nun, ihr scheint überaus fähig zu sein. Schlimmer als die verdammten Elfen kann es gar nicht werden. Von davon auszugehen, dass momentan irgendwas tot ist, ist eine ganz schlechte Idee, wenn Nekromanten unterwegs sind. Meine Forscher aus Hochfels haben mich über die wichtigsten Hintergründe aufgeklärt. Salas N war eine Aileiden-Festung, die zu Zeiten der meretischen Ära von menschlichen Sklaven erbaut wurde. Während der jokodanischen Besiedlung von Hammerfall in der ersten Ära haben die Elfen dann schließlich bekommen, was sie verdient hatten. Okay. Erklärt jetzt nur noch nicht, wofür das Portal eigentlich war. Es ist wirklich ziemlich faszinierend. Es scheint zu beweisen, dass die Altmeer und die Aileiden in der meretischen Ära noch sehr viel länger miteinander in Kontakt standen als allgemein angenommen. Ich habe sogar ein Buch über dieses Thema geschrieben. Nun ja, jemand hat es für mich geschrieben, aber wen kümmert das schon? Ja, wahrscheinlich den, der es geschrieben hat. Der dürfte ziemlich sauer sein. Ich fürchte, dem ist so. Es sei denn, sie tragen nur aus modischen Gründen Rüstungen des Dominions. Wenn mein Gehilfe auch nur ein halbes Gehirn hätte, hätte er sich fangen lassen, anstatt die Altmeri-Truppen hierher zu locken. Ja, mag sie vielleicht recht haben, aber der hatte wahrscheinlich einfach Todesangst. Nun ja, wir sind im Krieg und eine feindliche Armee tief in unserem Territorium wäre schon eine sehr schlimme Sache. Ich fände den Gedanken unerträglich, dass ich das Dolchsturzbündnis vernichtet habe. Natürlich wäre das eigentlich alles nur Stibbons Schuld. Ganz genau. Ja, sie hat damit gar nichts zu tun. Nur der böse, böse Stibbon. Ja, dann wollen wir doch mal versuchen, den Untergang des Dolchsturzbündnisses aufzuhalten. Das wäre irgendwie nämlich nicht so super toll. Irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben. Hätte ich es mal direkt gesagt, aber dann hätte ich ihr irgendwie reingequasselt und das wäre nicht so schön gewesen. Oh Gott, nein. Kann ich abbrechen? Nein, ich kann den
Angriff nicht abbrechen. Doch, ich habe den Angriff abgebrochen. Da sind nämlich drei unterwegs, sehe ich gerade. So, was wollte ich gesagt haben? Ist immer schlecht, wenn man Let's Play macht und dann vergisst, was man sagen möchte. Nee, nicht mich hauen. Naja, kann dann nicht so wichtig gewesen. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich frage mich, wenn das Portal doch jetzt aktiviert ist und das Dominion-Bündnis weiß, wo es ist, kann es das dann nicht eigentlich von der anderen Seite einfach wieder aktivieren, wenn wir es jetzt von hier verschließen? Ich meine, was hält sie auf, es wieder zu öffnen? Ich meine, wir können hier irgendwie das alles in Schutt und Asche legen, aber ob das hilft oder ob das ausreicht? Nein, ich wollte nicht den Becher mitnehmen. So, da haben wir auf jeden Fall ihren Folianten. Und hier ist ihr Diener. Fragen wir doch mal, was hier alles passiert ist. Oh, hallo. Ich habe gerade aufgeräumt. Das war unser Lager, bevor die Elfen kamen. Nun, es war das Lager von Fürstin Laurent. Ich sollte nicht mehr unser sagen. Oh je. Was soll ich jetzt machen? Sie hat mich gefeuert. Ja, das ist auch durchaus begründet. Weil das alles mein Fehler war. Die Altmeri. Fürstin Laurent hat mich durch das Portal geschickt, um nachzuschauen, was dahinter liegt. Als die Elfen mich sahen, bin ich geflüchtet und habe sie geradewegs zum Portal geführt. Und jetzt hasst sie mich. Bitte, ich flehe euch an. Werdet ihr mir helfen, ihre Gunst zurückzuerlangen? Bin mir nie sicher, ob das irgendwie funktionieren kann. Seid gepriesen! Seid gepriesen! Ich versuche, all ihre Sachen einzusammeln, aber ihre Werkzeuge sind dort draußen über die ganzen Ruinen verstreut. Sie sind ihr kostbarster Besitz. Wenn ihr die Werkzeuge für mich holt, weiß ich, dass sie mir vergeben wird. Ich weiß es einfach. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, muss ich gestehen. Es gibt noch eine Sache, die ihr wissen solltet. Fürstin Laurent hat diesen brutalen Tamien angeheuert. Und ich glaube, sie hat ihn schon gefragt, ob er ihre Werkzeuge bergen könnte. Ihr solltet mit ihm reden und ihm sagen, dass wir uns darum gekümmert haben. Er ist auf den Wellen. Und warum lassen wir ihn da nicht die Werkzeuge einsammeln? Weil er ein Grobian ist und ich es sein muss, der ihr die Werkzeuge bringt. Wenn ich sie nicht dazu bringe, mir zu vergeben, dann wird sie mich hier zurücklassen. Und was soll ich dann nur machen? Das ist meine einzige Chance. Aber ich besorge doch die Werkzeuge. Also wenn ich da am Ende jetzt vor die Wahl gestellt werde, der zu sagen, dass ich die Werkzeuge besorge, dann rette ich den hier aber nicht. So, hier haben wir eben nochmal ein Buch für euch. Hier geht es um die Expedition nach Salas End. Dürfte wahrscheinlich eins der Bücher sein, das sie selbst geschrieben hat. Also wie immer, einfach kurz anhalten, wer lesen möchte. Okay, war jetzt auch nicht besonders lang. Schauen wir doch mal auf die Map. Hier sind die Werkzeuge, da hinten ist dieser Kerl. Ich würde sagen, den suchen wir einfach mal kurz auf. Wenn der schon so nah an uns dran steht. Hier ist sowieso gerade jemand am Aufräumen. Hier oben ist er. Nein! Oh mein Gott. Ja. Jump'n'Run in ESO. Und ich hab's erstmal verkackt. Oder man kann da gar nicht so hin. Gute Frage. Einen Versuch gebe ich noch. Oder kann ich von hier aus mit ihm reden? Hallo, hier, lass mich mit dir reden. Okay, schon mal nicht. Sehr schön, ich bin hochgekommen. Nun, wenn das nicht mein alter Freund aus Kreuzgrad ist. Lasst mich raten. Fürstin Laurent lässt euch beim Aufräumen des Durcheinanders helfen, das sie selbst verursacht hat. Oder geht es um Stibbons, der nutzlose Feigling? Er hofft, dass Fürstin Laurent ihm vergeben wird. Irgendwie erinnere ich mich gerade an den Namen nicht. Aber Kreuzgrad ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Egal, wir tun einfach mal so, als würden wir ihn kennen. Es könnte schlimmer sein. Fürstin Laurent bezahlt gut und sie hat einen ziemlich ehrgeizigen Reiseplan. Daher kann ich Orte sehen, von denen ich bisher nur geträumt habe. Diese Wüste ist allerdings nicht gerade einer der Höhepunkte. In der Tat ist es hier nicht so schön.
Und in der Tat haben sie hier irgendwie die Gesprächsoptionen ein bisschen verdusselt. Nun, wenn das nicht mein alter Freund ist. Ich konnte nicht mehr zurück. Hat er das? Ich bin überrascht, dass ihr das bei all dem Winseln und Flennen so deutlich herausgehört habt. Fürstin Laurent hat schon jemanden, der ihre Werkzeuge besorgt. Und ihr würdet sie beschaffen und dann Stibbons die ganze Anerkennung dafür überlassen? Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Ich befolge nur Befehle. Stibbons war schon vor dieser ganzen Sache überfordert. Deshalb hat Fürstin Laurent mich angeheuert. Ich habe mir die Lage aus der Vogelperspektive angeschaut, bevor ich mich an die Arbeit machen wollte. Aber sagt mal, wenn ihr Stibbons diese ganze Mühe ersparen würdet, warum helft ihr dann nicht einfach mir? Was habe ich davon? Zum einen sehe ich besser aus, zum anderen werde ich sogar bezahlt. Stibbons ist doch kaum mehr als ein besserer Sklave. Helft mir, die Werkzeuge zu besorgen, dann gebe ich euch einen Teil der Belohnung ab. Auch wenn ich mich nicht mehr an ihn erinnere. Ich werde dort hinuntergehen und die Werkzeuge selbst holen, wenn ich muss. Sie befinden sich übrigens in Rucksäcken. Ich wette, Stibbons hat euch nicht einmal das gesagt. Nee, in der Tat nicht. Was ich gerade sagen wollte, bevor ich dann dummerweise die nächste Gesprächsoption an... Auch wenn ich mich nicht mehr an ihn erinnern kann, ich glaube, ich helfe einfach mal ihm. Ich hatte mich schon gefragt, ob ihr euch danach erkundigen würdet. Ja, ich habe schon ein paar Werkzeugtaschen aufgesammelt. Aber es gibt keinen Grund, warum ich sie euch geben sollte, oder? Ach nein, gibt's auch nicht. Ehrlich gesagt, sammeln wir einfach die Werkzeuge ein und bringen sie ihm vorbei. Fertig. Weil, keine Ahnung, der komische Stibbon ist in der Tat mächtig unfähig. Da kann ich drauf verzichten, dem zu helfen. Gerade nachdem er ja auch hierfür verantwortlich ist, dass das hier überhaupt passiert ist. Ja. Wo kommt er denn her? Ne, das ist nur der. So, nochmal gerade auf die Map schauen. Da ist noch was. Da ist er. Ne, das ist die Säule. Irgendwo hier soll doch noch was sein, oder nicht? Ah! Wenn ich schon dabei bin, kann ich eben mal die Säule aktivieren. Das sieht ja cool aus hier mit den Kristallen. Muss ich schon sagen. Das hat was. So. Gehen wir nochmal eben auf die Map. Nehmen wir kurz die Erforschung hier hinten mit. Ach nee, das wir. Ah, hier kann ich meinen. Derjenige, der unter dem Stern Krieger steht, erhält folgendes Segen. Ihr könnt immer nur ein. Erhöht die Stärke. Das machen wir doch mal. Ich hoffe mal, das ist auch für Fernkampf interessant. Aber das würde ich doch ganz gerne mitnehmen. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Auch wenn ich euch gerade gar nicht mehr sagen kann, was ich bis jetzt hatte. Das hatte ich erst nachgeguckt gehabt, aber irgendwie habe ich schon wieder vergessen mittlerweile. So, das nächste Werkzeug. Eins noch. Warum? Hä? Hier war doch eben... Ach so, die scheinen random einfach zu spawnen. Also es ist nicht so, dass die an festen Orten liegen, sondern... Ja, die spawnen einfach random. Das heißt, wenn irgendein anderer Spieler die einsammelt, kann die sonst keiner mehr nehmen. So eine normale Sammelquest, wie man sie ja auch in anderen Spielen kennt. Hatten wir bis jetzt nicht so oft, muss ich sagen. Hatten wir schon. Also ich erinnere mich zum Beispiel an... Aua. Ja, ich erinnere mich an dieses eine Lager der Banditen. Die hatten da was gemacht. Da musste ich auch... was musste ich denn da einsammeln? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste ich da auch was einsammeln. Und das war auch so, dass wenn ich das eingesammelt hatte, war das ja despawned. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Wir bringen jetzt mal eben die Werkzeuge zurück. Sobald ich einen sinnvollen Weg zu ihm gefunden habe.
da! Bewegung. Das ist der Gegner, ich dachte gerade erst für den Spieler. Die Heiler gehen mir tierisch auf die Nerven, weil die vor allem relativ stark sind, muss ich sagen. Also da kann man tatsächlich nicht gegen undamagen. Die muss ich entweder stunnen, was als Fernkämpfer einfach suboptimal ist. In den Ruinen herumwühlen sehen. Ja. Wenn ihr in Schwierigkeiten geraten wärt, hätte ich euch den Rücken freigehalten, nur damit ihr es wisst. Ich vermute, ihr habt inzwischen alle Werkzeuge eingesammelt? Ich glaube nicht, dass er mir geholfen hätte, aber trotzdem bekommt er die Werkzeuge. Dann wird es Zeit, die Bezahlung einzustreichen. Gebt mir die Werkzeuge, dann gebe ich euch die Hälfte von dem, was Fürstin Laurent mir versprochen hat. Ich finde das ziemlich großzügig von mir. Eigentlich könnt ihr auch einfach direkt zu ihr gehen und ihr die Werkzeuge bringen und einfach alles bekommen, aber... Ach, meine Güte. Hier ist die Hälfte, zusammen mit meinem Dank, der in manchen Kreisen recht wertvoll sein kann. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder einmal. Dann werde ich derjenige sein, der euch etwas Gutes tut. Darauf könnt ihr zählen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Feiger Stibbons. Die Wahrheit ist, dass ich fast Mitleid mit ihm habe. Fast. Naja, das kannst du mit ihm klären. Ich bin durch für hier. Also nicht für das Gebiet, aber mit den Werkzeugen. Rest können die untereinander ausmachen. Dass man an manchen Stellen einfach stumpf nicht mit dem Pferd vorbeikommt. Das ist doch wieder ein Heiler. Nein. Puh. Ich hatte schon Angst, dass die sich nochmal heilen wird. Das hätte dann wieder nur unnötig Zeit gekostet. So, das war Säule Nummer 2. War nicht die Rede von 3 Säulen? Scheinbar sind es 4 Säulen. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es nur 3 Säulen sein sollen. Okay, nachdem ich ja gestern groß angekündigt habe, ich nehme jetzt immer schön Alchemie-Sachen mit, sollte ich das dann jetzt auch mal tun und hier schön das Brechthäubling würde ich jetzt mal sagen, mitnehmen. So, wo ist der Kristall? Der dürfte, ja, wenn ich da gleich durch die Lücke durchgehe, hier sein. Nein, der ist doch oben. Komme ich da ran, ohne dass die was von mir wollen? Sehr gut. Dann haben wir noch irgendein Schreiben. Ach komm, dann... Was soll's? Töten wir halt mal ein paar mehr Gegner. Ich gehe mal davon aus, dass auch sobald ich Level 30 bin, die Story-Quest weitergeht. Von daher kann ich XP ruhig momentan mal mitnehmen. Protokoll der Schicklichkeit? Was auch immer Schick... Soll das Geschicklichkeit? Befehl 7 auf jeden Fall. So, wer lesen möchte, wie immer kurz anhalten. Okay, ich weiß, ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer, oder vielleicht bin ich auch einfach dumm und kenne das deutsche Wort Schicklichkeit nicht. Aber ich muss gestehen, ich kann gerade tatsächlich nichts mit dem Wort Schicklichkeit anfangen. So, den hier möchte ich gerade mal machen, weil ich Angst habe, dass ich nicht stumpf weiterlaufe. Und hier noch mehr von Edde, ich irgendwie dann schlechte Karten habe zu überleben. Wir mal durchzuschleichen. Benutze ich ja auch recht selten. Und wir aktivieren die letzte Säule. Und müssen jetzt in die Ruinen hineingehen. Das Ganze sehen wir allerdings nicht mehr heute, sondern das verschieben wir auf die Folge morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir dann hoffentlich hier das Altmeri-Dominion zurückschlagen können. Ja, bis dann.